Habt ihr euch jemals gefragt, wie es den Japanern während des Zweiten Weltkriegs gelang, einen großen Teil des Pazifiks zu kontrollieren, obwohl sie einem Feind gegenüberstanden, der um ein Vielfaches größer war als sie? Die kaiserlich-japanische Armee verfügte nicht nur über tapfere Soldaten, sondern auch über moderne Waffen, die das Gleichgewicht der Schlacht zu ihren Gunsten beeinflussten. Das heutige Video zeigt einige der Waffen aus dem japanischen Arsenal, die für die Eroberung des Fernostens durch Japan verantwortlich war. Das Arisaka-Gewehr war eines der bedeutendsten und bekanntesten Gewehre, die Japan in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einschließlich des Zweiten Weltkriegs verwendete. Es wurde nach seinem Konstrukteur Oberst Nariakera Arisaka benannt und das Modell 38 wurde 1905 eingeführt. Das Gewehr war im Vergleich zu anderen Gewehren der damaligen Zeit relativ klein. Dadurch hatte es einen geringeren Rückstoß und war leichter zu handhaben, was für die japanischen Soldaten, die im Durchschnitt kleiner waren als ihre westlichen Gegner, besonders wichtig war. Es war auch für seine Genauigkeit und Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen bekannt. Die Fertigungsqualität war hoch und die Details wurden sorgfältig ausgeführt. Es war das Standardgewehr der kaiserlichen japanischen Armee während der chinesisch-japanischen Kriege, des Ersten Weltkriegs und zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Das Gewehr Typ 38 wurde 1939 durch das Gewehr Typ 99 ersetzt, das den Anforderungen eines modernen Schlachtfelds entsprach. Das Gewehr Typ 99 wurde während des Kriegs in großen Mengen und in verschiedenen Versionen hergestellt, darunter auch vereinfachte Modelle, die gegen Ende des Krieges aufgrund der begrenzten Ressourcen produziert wurden. Die Nambu-Pistole ist eine der einzigartigsten japanischen Feuerwaffen, die im 20. Jahrhundert hergestellt wurden. Benannt nach ihrem Konstrukteur, General Kijiro Nambu, wurde diese halbautomatische Pistole vor allem von den japanischen Streitkräften vor und während des Zweiten Weltkriegs verwendet. Die Nambu zeichnete sich durch ihr unverwechselbares Design und ihre Eigenschaften aus. Die Nambu-Pistole hatte zwei Hauptmodelle, den Typ 14 und den Typ 94. Das erste Modell, das 1925 eingeführt wurde, war das am weitesten verbreitete und bekannteste. Der Typ 94, der 1934 auf den Markt kam, war kleiner und hatte ein etwas einzigartiges Design. Die meisten Nambu-Pistolen verwendeten eine 8x22mm Nambu-Patrone, die im Vergleich zu zeitgenössischer europäischer oder amerikanischer Pistolenmunition weniger stark war. Die Nambu war für ihr elegantes und ergonomisches Design bekannt, mit einem langen, dünnen Griff, der gut in der Hand lag. Sie ähnelte der Luger P08-Pistole, die einen deutlichen Einfluss auf das Design der Nambu hatte. Die japanische Maschinenpistole Typ 100 war die einzige in Japan während des Zweiten Weltkriegs in Serie gefertigte Waffe dieser Art. Der Ende der 1930er Jahre in Dienst gestellte und 1942 eingeführte Typ 100 war ein Versuch Japans, seine Infanteriewaffen zu modernisieren, um den alliierten Streitkräften besser gewachsen zu sein. Seine Einführung war eine direkte Reaktion auf die Effizienz der Maschinenpistolen, die von anderen Nationen in diesem Konflikt eingesetzt wurden. Die Feuerrate variierte von Version zu Version, lag aber in der Regel bei etwa 500 Schuss pro Minute. Die effektive Reichweite war kurz, typisch für Maschinenpistolen der damaligen Zeit. Die Waffe hatte ein einfaches und robustes Design mit einem langen Lauf und einem Holzschaft. Die Einfachheit der Konstruktion sollte die Massenproduktion und die Wartung unter Feldbedingungen erleichtern. Der Typ 100 wurde zunächst im pazifischen Raum eingesetzt, wo die japanischen Streitkräfte im Dschungel und auf den Inseln heftige Kämpfe austrugen. Es eignete sich besonders für den Nahkampf und den Einsatz im Nahbereich. Das schwere Maschinengewehr Typ 92 war ein wichtiger Bestandteil des Arsenals der kaiserlichen japanischen Armee während des Zweiten Weltkriegs. Es wurde erstmals 1932 eingeführt und war als das wichtigste schwere Maschinengewehr der japanischen Armee konzipiert, das für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt wurde, von der Verteidigung von Stellungen bis zur Feuerunterstützung von Infanterieangriffen. Das Typ 92 verwendete die 7,7mm Arisaka-Patrone, ein größeres Kaliber im Vergleich zu den leichten Maschinengewehren der damaligen Zeit, das eine höhere Feuerkraft bot. Es arbeitete mit einem Bandverschubsystem, das eine längere Feuerdauer ermöglichte. Es war luftgekühlt, wodurch es leichter und mobiler war als wassergekühlte Maschinengewehre. Es wurde in der Regel von einem Trupp von 3 bis 4 Soldaten bedient
und auf einem Dreibein montiert, das einen weiten Feuerbogen und Stabilität für kontinuierliches Feuern bot. Das Maschinengewehr Typ 92 spielte in der japanischen Kampfstrategie eine wichtige Rolle und leistete in vielen großen Schlachten wichtige Feuerunterstützung. Die Handgranate Typ 97 war die von der kaiserlichen japanischen Armee während des Zweiten Weltkriegs hauptsächlich verwendete Handgranate. Die 1937 eingeführte Granate war ein wichtiger Bestandteil des Arsenals der japanischen Infanterie und sollte eine wirksame Waffe im Grabenkampf und im Stadtkrieg sein. Es handelte sich um eine Splittergranate, die bei der Detonation Metallsplitter verstreut und so Schaden anrichten sollte. Sie wurde durch einen Zeitzünder gezündet, der durch Ziehen eines Sicherungsstifts und Aufschlagen des Granatsockels auf eine feste Oberfläche in Gang gesetzt wurde, um den Zünder in Brand zu setzen. Obwohl die Granate theoretisch eine wirksame Waffe war, wies sie einige Konstruktionsmängel auf. Die Zündmethode, bei der der Soldat die Granate anschlagen musste, konnte riskant sein. Aufgrund ihrer potenziellen gefährlichen Struktur erforderte der wirksame Einsatz der Handgranate Typ 97 von den Soldaten Ausbildung und Vorsicht. Die Handgranate Typ 97 war ein Schlüsselelement des japanischen Infanteriearsenals während des Zweiten Weltkriegs und spiegelte die Fähigkeiten und Grenzen der japanischen Militärtechnologie zu jener Zeit wider. Das Kyugunto-Schwert wurde von japanischen Offizieren bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs verwendet. Kyugunto bedeutet auf Japanisch wörtlich altes Militärschwert. Diese Schwerter markieren einen bedeutenden Übergang in der Militärgeschichte Japans, indem sie traditionelle japanische Elemente mit westlichen Einflüssen vermischen. Das Kyugunto-Design kombinierte traditionelle japanische Schwertstile wie das Katana mit Merkmalen westlicher Schwerter, insbesondere Säbeln. Diese Mischung spiegelte die Modernisierung der japanischen Streitkräfte und die Übernahme westlicher Militärpraktiken während der Meiji-Ära und danach wieder. Die Klingen unterschieden sich erheblich in Qualität und Stil. Einige waren wiederverwendete Katana-Klingen, die in neue Griffe und Scheiden eingepasst wurden, während andere neue Designs im westlichen Stil waren. Die Kyugunto waren nicht nur praktische Waffen, sondern auch ein Symbol für Status und Ehre für Offiziere. Sie zeugten von Rang und Prestige innerhalb der Streitkräfte und verkörperten den Kriegsgeist der alten Samurai. Das leichte Maschinengewehr Typ 96 war eine wichtige Waffe im Arsenal der kaiserlichen japanischen Armee während des Zweiten Weltkriegs. Diese 1936 erstmals vorgestellte leichte Maschinengewehr sollte die Feuerkraft der japanischen Infanterieeinheiten verbessern, indem es auf früheren Konstruktionen aufbaute und technische Neuerungen einbrachte. Das teilweise vom französischen leichten Maschinengewehr Hotchkiss inspirierte und auf die spezifischen Bedürfnisse der japanischen Armee zugeschnittene Typ 96 war für seine robuste und zuverlässige Konstruktion bekannt. Das Maschinengewehr verschoss 6,5mm Arisaka-Patronen, das gleiche Kaliber wie die Arisaka Typ 38 Gewehre, was die Munitionslogistik erleichterte. Es wurde wegen seines geringen Gewichts und seiner leichten Transportierbarkeit sowie seiner Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen geschätzt, was an den verschiedenen Fronten im Pazifik unerlässlich war. Das Typ 96 spielte eine entscheidende Rolle in Japans Infanteriekampftaktik und war eine der Hauptstützen der Truppen während des Krieges. Das Scharfschützengewehr Typ 97 war das wichtigste Präzisionsgewehr für die Scharfschützen der kaiserlichen japanischen Armee während des Zweiten Weltkriegs. Das 1937 erstmals vorgestellte Gewehr basierte auf dem Arisaka-Gewehr Typ 38, wies es jedoch für den Einsatz als Präzisionsgewehr für große Entfernungen spezifische Änderungen auf, wie zum Beispiel die Hinzufügung eines Zielfernrohrs, das im Allgemeinen eine 2,5-fache Vergrößerung aufwies. Außerdem verfügte es über einen schwereren Lauf und einen angepassten Abzug, um eine höhere Präzision beim Schießen auf große Entfernung zu gewährleisten. Für das Gewehr wurde die gleiche 6,5 Arisaka-Patrone verwendet wie für das Gewehr Typ 38, das für seine Präzision und flache Flugbahn bekannt war. Wie viele andere Armeen jener Zeit begann auch das japanische Militär im Laufe des Krieges die Scharfschützen mehr zu schätzen und erkannte ihre entscheidende Rolle in bestimmten Kampfsituationen an, so dass es erheblich in die Ausbildung und Verbesserung ihrer Ausrüstung investieren konnte. Das Bajonett Typ 30 war das Standardbajonett der japanischen Streitkräfte, insbesondere während des Zweiten Weltkriegs. Das 1897 eingeführte Bajonett
war für eine Vielzahl japanischer Gewehre, darunter die berühmten Arisaka-Gewehre, konzipiert. Die Stahlklinge war gerade, mit einer scharfen Schneide und einer extrem Spitze. Sie war robust und durchaus für Hiebe geeignet. Der Griff war in der Regel aus Holz, mit einem Querstück aus Metall, das als Handschutz diente. Es wurde mit einer Metallscheide geliefert, um die Klinge zu schützen und das Tragen zu erleichtern. Es wurde von japanischen Soldaten auch als Grabenmesser und als Allzweckwerkzeug verwendet. Das Bajonett Typ 30 war eine der am meisten gefürchteten japanischen Waffen, denn die japanischen Soldaten setzten es bei den gefürchteten Banzai-Angriffen rücksichtslos ein. Wenn euch diese Art von Inhalt gefällt, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und zu liken. Ihr könnt uns auch in den Kommentaren ein Thema vorschlagen, das wir hier auf dem Kanal behandeln sollen. Wir sehen uns im nächsten Video.